Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes: Turbolader-Lader-Ladedruckregelung B. Stromkreis intermittierend fehlerhaft. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode. Dies bedeutet, dass er für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt, die über einen Kompressor oder Turbolader verfügen, Ford Powerstroke, GMC Duramax von Chevrolet, Toyota, Dodge, Jeep, Chrysler, VW und so weiter, obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Marke-Modell variieren. Turbolader und Lader sind Luftpumpen, die Luft in den Motor drücken. Um die Leistung zu erhöhen, Kompressoren werden von einem Motorriemen von der Motorkurbelwelle angetrieben, während Turbolader vom Motorabgas angetrieben werden. Viele moderne Fahrzeuge mit Turbolader verwenden einen sogenannten Turbolader mit variabler Geometrie (VGT). Dieser Turbotyp verfügt über einstellbare Flügel an der Außenseite der Turbine, die geöffnet und geschlossen werden können, um den Ladedruck zu variieren. Dadurch kann der Turbo unabhängig von der Motor Drehzahl gesteuert werden. Im Allgemeinen sind die Flügel geöffnet, wenn der Motor unter leichter Last steht und geöffnet, wenn die Last zunimmt. Die Flügelposition wird vom Antriebsstrangsteuermodul PCM gesteuert, typischerweise unter Verwendung eines elektronischen Steuermagneten oder Motors. Die Position der Turboschaufel wird mit Hilfe eines speziellen Positionssensors bestimmt bei Fahrzeugen, die einen herkömmlichen Turbolader oder Lader mit fester Verdrängung verwenden wird der Ladedruck über ein Wastegate oder ein Bypassventil gesteuert, dieses Ventil öffnet, um den Ladedruck zu entlasten, das PCM überwacht dieses System mithilfe eines Ladedrucksensors, in Bezug auf diesen Fehlercode zeigt das B das Problem in einem Teil der Systemschaltung anstelle eines bestimmten Symptoms oder einer bestimmten Komponente an, der Code P004F wird eingestellt, wenn das PCM ein intermittierendes oder unregelmäßiges Problem mit dem Ladedruckregelmagneten feststellt, unabhängig davon, ob der Motor einen VGT-Turbo oder einen herkömmlichen Turboladerlader verwendet, eine Art von Turbolader-Ladedruckregelmagnetventil, zugehörige Fehlercodes für Turboladerschaltkreise B, P004A Turbolader-Lader-Ladedruckregelung B Stromkreisunterbrechung P004B Turbolader-Lader-Ladedruckregelung B Schaltkreisbereich Leistung P004C Turbolader-Lader-Ladedruckregelung Regelung B Stromkreis niedrig P004D Turbolader Kompressor -Ladedruck Regelung B Stromkreis hoch Schweregrad und Symptome des Codes Der Schweregrad dieser Codes ist mittel bis schwer In einigen Fällen können Probleme mit dem Turbolader Lader zu schweren Motorschäden führen Es ist eine gute Idee diesen Code so schnell wie möglich zu adressieren Zu den Symptomen eines P004F Codes können gehören unzureichender Boost führt zu mangelnder Motorleistung Overboost führt zu zur Detonation und möglichen Motorschäden beleuchtete Motorleuchte prüfen Ursachen, mögliche Ursachen für das Setzen dieses Codes sind, fehlerhafter Ladedruck Turbolader Positionsensor Turbolader Lader ausgefallen Steuermagnet Defekt Verdrahtungsprobleme PCM fehlerhaft Vakuum leckt, wenn das Ventilvakuum gesteuert ist Diagnose und Reparaturverfahren, beginnen Sie mit einer Sichtprüfung des Turbos und des Turbosteuerungssystems, suchen Sie nach losen Verbindungen, beschädigten Kabeln, Vakuumlecks und so weiter überprüfen Sie anschließend die technischen Servicebücherns (TSBs) bezüglich des Problems. Wenn nichts gefunden wird, müssen Sie mit der schrittweisen Diagnose des Systems fortfahren. Das Folgende ist ein verallgemeinertes Verfahren, da das Testen auf diesen Code zwischen den Fahrzeugen variiert. Um das System genau zu testen, sollten Sie sich auf das Diagnoseflussdiagramm des Herstellers beziehen. Überprüfen Sie die Systemfunktion, indem Sie dem Stoff Steuermagneten befehlen, die Position mit einem bidirektionalen Diagnosetester zu ändern, erhöhen Sie die Motordrehzahl auf ca. 1200 U minimal und schalten Sie den Magneten zwischen ein und aus um, dabei sollten sich die Motordrehzahlen ändern und auch die Pit der Sensorposition am Diagnosetester, wenn die Drehzahl schwankt, sich die Pit für Position Druck jedoch nicht ändert. Vermuten Sie ein Problem mit dem Sensor oder seiner Schaltung, wenn sich die Drehzahl überhaupt nicht ändert vermuten Sie ein Problem mit dem Steuermagneten, dem Turboladerkompressor oder der Verkabelung, so überprüfen Sie den Stromkreis, prüfen Sie den Magneten auf Strom und Masse. Hinweis: Während dieser Überprüfungen sollte der Magnet mit einem Diagnosetester eingeschaltet werden. Wenn entweder Strom oder Masse fehlen, müssen Sie den werkseitigen Schaltplan nachverfolgen, um festzustellen, warum Überprüfen Sie den Turboladerlader, entfernen Sie den Einlass, um den Turboladerlader auf Beschädigungen oder Schmutz zu überprüfen, wenn Schäden festgestellt werden, ersetzen Sie das Gerät. Testen Sie den Positionsdrucksensor und den Stromkreis, in den meisten Fällen sollte der Positionssensor drei Drähte haben, Strom, Masse und Signal testen Sie, ob alle drei vorhanden sind. Testen des Steuermagneten. In einigen Fällen können Sie den Magneten möglicherweise testen, indem Sie seinen Innenwiderstand mit einem Ohmmeter prüfen. Weitere Informationen finden Sie in den Informationen zur Werksreparatur. Möglicherweise können Sie den Magneten auch auf Strom und Masse stellen, um festzustellen, ob er betriebsbereit ist.